Ist gut und nehme ihm die Story auch ab. Man merkt auch, dass es ein bisschen Spaß macht. Und ist immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, wenn er so sagt, tja, woher könnte das wohl alles kommen? Und dann macht er so, zeigt er auf so ein Zeichen auf dem Boden. Das ist natürlich einfach gut gemacht und klar ist das alles gespielt, aber es ist wie eine Rolle spielen in einem Theaterstück oder in einem Film, was absolut legitim ist und es funktioniert. Man nimmt sie ihm auch ab und das ist absolut geil. Also das gefällt mir echt super geil und ich bin so gespannt, wie das weitergeht mit Minecraft Leben. Eigentlich wollte ich heute weiter gucken, heute kam noch keine Folge. Wahrscheinlich muss er schneiden. So, und da verschwand mal schnell die Sonne einfach so. Plöpp, hat sie gemacht. Oh, wir haben wieder ordentlich Kühe am Start. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz pennen. Dann ernten wir nochmal und füttern nochmal unsere Kühe. Und wir brauchen viel mehr Kühe und viel mehr Leder und viel mehr Bücher, weil Bücher kann man nie genug haben. Ich gehe mal schlafen. Zu früh aufgewacht. Guten Morgen, herzlich willkommen. So, wir haben bereits 1 Stunde 8 Minuten gespielt. Ein bisschen darf es noch weitergehen. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Wines. Wie das ja auf Klingonisch heißt. Können wir hier so mal ein bisschen hier so... Warum ist es eigentlich so schade, dass man das hier nicht hinmachen kann? Wäre schön gewesen, wenn... Ja, und ich glaube, so meine Secret-Baumethode ist ja mittlerweile hier diese Flachdächer. Ich habe jetzt noch mal ein anderes Projekt angefangen, von dem ich euch später vielleicht gleich nochmal erzählen kann. Heute wird doch auch wieder gelabert bei mir, das ist unfassbar. Ja, da habe ich auch diese Flachdächer gebaut. Sehr cool. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schafe. Na? Alles klar? Hüpf, hüpf. So, na, guckst du mal, wie hier die Sache läuft. Läuft super, sieht richtig gut aus. So, dann wollen wir mal sagen, ab geht's. Es wird schön geerntet hier. Da droppen mal schön die Frames. Aber so ist das. Ja, und das nächste, was natürlich der gute Bergsman zusammen mit der guten Sturmwaffel und Beyond, also dem MCN, mit dem die da zusammenarbeiten, an den Start bringt, und natürlich auch mit dem Slenderman, der dabei ist, der Dicke in dem grauen Pulli. Alles cool. Eine neue Show, eine neue YouTube-Show. Ein schönes, süßes, kleines Format. Nennt sich Gipfelstürmer. Kam am Montag die erste Folge raus. Kommt jetzt jeden weiteren Montag eine neue Folge. Das heißt, vielleicht, wenn ihr diese Folge seht, ist schon Montag oder vielleicht Sonntag, ich weiß noch nicht genau, wie ich es einrichte. Auf jeden Fall montags immer anzuschauen, kommt immer die neue Folge raus. Ich weiß gar nicht, ob die auch was live machen wollen. Auf jeden Fall ist das auch eine sehr gute Sache, um eine Live-Sendung zu machen. Auf jeden Fall, um was geht es eigentlich? Der gute Herr Bergsman tritt, ähnlich wie bei Schlag den Raab, gegen einen Zuschauer an oder gegen einen YouTuber oder Minecrafter oder wie noch immer. Und man kann sich darauf bewerben, wenn man schon 16 Jahre alt ist. Und da gibt es dann verschiedene Minigames. Nur Inventar voll. Yes, sir. Okay, wir haben auch unfassbar viel. Cobblestone können wir mal... Aber den Weizen müssen wir mitnehmen. Den Weizen! 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 Gras brauchen wir nicht. Shake your head. Okay, so. Okay, und das ist eine knapp halbstündige, 20-minütige Sendung. Ja, wo der Bergsman halt gegen diesen Mitspieler antritt und in süßen kleinen, extra für das Format ausgedachten Minecraft-Games antritt, aber auch Real-Life-Games, wie zum Beispiel einem Luftrüssel-Elefanten-Spiel, wo Schmetterlinge rausgeflogen kommen aus dem Rüssel und man muss sie mit einer Art Köcher einfangen. Sehr süßes Spiel. Ja, und andere Formate. Und wer zum Schluss gewonnen hat, der ist der Gewinner. Und wenn das der Gegner, der YouTuber sein sollte, der Zuschauer, dann bekommt er ein iPad. iPad Mini, das ist cool. Das ist wirklich sehr cool. Keine Ahnung, ob das von Apple gesponsert ist oder wie die sich überhaupt finanzieren. Dazu wollen die auch noch nicht viel sagen oder werden die wahrscheinlich auch niemals was sagen. Das ist halt so bei so Leuten,
bei so Geschäftsleuten, die sagen meistens nicht, was das Geheimrezept ihres Erfolges ist. Was ist hier los? Ich höre Dinge. So. Bin ich das? Ja, ich laufe einfach. Ja, und dazu muss man sagen, die komplette Sendung ist sehr wohl überlegt, sehr wohl strukturiert. Sturmwaffel moderiert wie ein Gott. Fast beiläufig, fast locker macht er das. Auch der gute Bergsman macht das mit einer Leichtigkeit, dass man ihm fast verzeihen will, dass er viel schlaksiger in echt aussieht, wie mit seiner, wenn man ihn nur über die Facecam sieht. Das ist schon ein bisschen eine Umgewöhnung, muss ich sagen. Aber ich glaube, das werden die, das machen die ganz gut wett, indem Bergsman ja, einfach super moderiert und einfach ein super charmanter Typ ist, der ganz offensichtlich immer wieder von sich sagt, wie großartig er ist, um halt einfach eine Steilvorlage dafür zu liefern, wenn er komplett ablust, dass halt dann einfach, ja, dann die Rache halt ist, dass er verliert. Und das ist dann auch für das Publikum zufriedenstellend, wenn der Bergsman, der gerne mal den Mund etwas zu voll nimmt, dann von dem seinem Publikum in die Schranken gewiesen wird. Also alles gut, ist ja auch so drauf angelegt und damit spielt der Bergsman ja auch so ein bisschen. Hier kommen gerade Messages rein, da muss ich gleich mal nachgucken. Und ja, so ist das ein bisschen ausgelegt, dauert 25 Minuten, kurzweiliges Format, macht Spaß, die ganze Zeit über, ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie langatmig, zumindest war das bei der ersten Folge so. Jetzt ist das natürlich so, Folge 1, Schall und Rauch, das Ding versendet sich wieder, das muss ich jetzt auf Dauer etablieren. Die wollen wirklich jeden Montag so ein Ding rausbringen, das wären dann in der Tat 56 im, hier geht's jetzt aber ab, 56 im Jahr, so, mal hier die eine Sache stumm geschaltet. Und das ist richtig viel. Das musst du erstmal auf die Reihe bekommen, produktionstechnisch. Wenn sie es schaffen, Respekt. Ich habe mir dann gedacht, Verzeihung, wie großartig es wäre, da auch noch eine Live-Sendung draus zu machen. Weil ich habe mir gleichzeitig nur über das Monetarisierungsmodell Gedanken gemacht. Und da muss man sagen, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, wie das sich finanzieren soll, wenn das auf dem Niveau bleibt, auf dem es aktuell ist. Und natürlich rechnen die nicht damit, dass es bei dem bleibt. Also momentan haben die halt 35.000 Zuschauer gehabt oder Views und natürlich bleibt es nicht bei 35.000 Views, wenn das ankommt. Dann wird das nämlich mehr. Außer, wenn es sinkt, dann kommt es nämlich nicht an und dann wird es weniger und dann werden sie es aber vermutlich auch einstellen und dann ist es vermutlich aber einfach auch ein Projekt gewesen, dass es sich gelohnt hat zu starten und von allein schon um diese erste Sendung zu sehen, hat sich das gelohnt. Von dem her, Respekt Beyond, Respekt Bergsman und Sturmi, ja, das hat sich absolut dafür schon gelohnt, das mal auszuprobieren. Großartiges Format, innovativ, aber doch auch irgendwie klassisch, einfach mit dem, was sie und wie sie es tun. Aber hat mit modernen Mitteln gemacht, von dem her alles gut. So, also die Frage, wie finanzieren sie das Ding? Und da habe ich sofort an einen Stream gedacht, weil momentan ist es ja so, und das ist so eine andere irgendwie diese YouTuber-Tendenz, die gerade am Start ist, dass sie alle anfangen, zu ihrem YouTube-Kanal zusätzlich noch regelmäßig zu streamen. Warum tun sie das? Ganz einfach, weil sie die Community haben wollen. Sie wollen näher an den Leuten sein. Und ganz deutlich merkt man das gerade bei Gronkh, der so nach seiner sehr emotionalen und persönlichen Neujahrsansprache so ein paar Dinge ändern will, unter anderem, wo wir gerade dabei sind, hier die Herzchen passen wunderbar zu Gronkh. Oh, Gronkh, ich denke an dich. Hat er gedacht, oder hat er sich gesagt, ich will mehr Kontakt zu der Community haben und die hast du halt nur über einen Livestream und das ist voll geil. Also, der setzt sich einfach in sein Zimmerlein, wo man sich auch fragen kann, wie viel Zimmerlein hast du eigentlich, Gronkh? Echt abgefahren. Ja, ich baue gerade noch ein anderes Zimmer aus, sagt er dann so, aber momentan bin ich noch hier, aber mit dem Geld, das ihr mir spendet, kaufe ich mir noch anderes Gedöns und dann mache ich noch mehr für euch und so weiter. Also irgendwie ganz süß, was er da so alles vorhat. Man könnte ja meinen, alle Kühe wären mittlerweile satt, aber hier kommen immer noch neue Herzchen hoch. Was ist da los? Lass mal die... Kriegst auch eins. So, ja, wunderbar. Zack, dann ist die Kuh hier einfach mal. Hihihi. So. ja.
Okay, was wollte ich sagen? Ja, Monetarisierungsmodell. Monetarisierungsmodell. Ist das, dass man natürlich auf YouTube, da kriegst du deine Klicks und pro Klicks, 1000 Klicks, kriegst du 1 Euro. So, wenn du das mal durchrechnest, kommst du da eigentlich nicht so wirklich hin mit dem, was da Beyond und Bergsmann und Stromwaffel und so weiter machen. Das heißt, die werden vermutlich irgendwelche Werbeverträge haben, Werbepartner noch, zum Beispiel Apple, um sich das bezahlen lassen oder das iPad sponsern lassen oder wie auch immer. Oder sie spekulieren darauf, dass es so durch die Decke geht, dass es Hammer wird und sie verkaufen es dann noch an andere Sender oder wie auch immer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das ziemlich hart, glaube ich, das nur über YouTube zu monetarisieren. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich bin aber auch nicht so das größte Ass in Mathematik, weswegen es durchaus sein kann, dass sie das schon ganz ordentlich gerechnet haben, dass alles funktioniert. Aber momentan gehe ich noch davon aus, dass das irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Das heißt, wenn man nämlich einen Stream macht und sich darüber sponsern lässt und Spenden geben lässt, dann könnte das eventuell nochmal eine andere Nummer werden. Denn dann kannst du pro Sendung irgendwie, wenn du die dann nicht 20 Minuten lang machst, sondern eine Stunde, und die Minecraft-Games auch ein bisschen länger machst, weil ich glaube, das geben die nämlich her. Zum Beispiel eins war dieses Labyrinth, das die da drin haben, wo man gegeneinander durch ein Labyrinth graben muss. Sehr geil, Sturmwaffel moderiert das mit einer Vogelperspektivensicht auf das Labyrinth und der Bergsmann und der Gegenspieler graben sich durch das Labyrinth durch. Super spannend, macht super viel Spaß. Das würde sich auch lohnen, das ruhig nochmal 2-3 Mal zu machen oder für 10 Minuten lang mit einem richtig komplizierten Labyrinth. Wäre gar kein Problem, wäre wirklich großartig. Und ja, ich glaube, da steckt noch sehr viel Potenzial und das ließe sich ohne Probleme auch im Livestream machen. Und man kann da noch ein bisschen besser sogar noch die Community mit beteiligen lassen. Denn man kann denen dann auch noch Aufgaben stellen oder kann die mitquatschen lassen, mitgestalten lassen. Also wie gesagt, ich glaube, da ist noch sehr viel möglich. Und ja, das ist das, was so in letzter Zeit alles passiert ist. Ihr seht, ist irgendwie ein bisschen was los, ne? Also wir haben einerseits so große Community-Projekte wie Leben, dann alles geht so ein bisschen Richtung Livestreams. Deswegen gibt es auch ein paar neue Livestreaming-Portale, wie zum Beispiel YouNow, was jetzt eher nicht so viel mit Games zu tun hat. Aber was trotzdem die Leute haben wollen, nämlich Interaktion, Kommunikation mit den Leuten. Dann gibt es sowas wie Hitbox, neue Streaming-Plattform, die aussieht wie Twitch, nur ein bisschen erwachsener. Und ich glaube, es funktioniert auch ein bisschen besser, aber das kann ich nicht so wirklich beurteilen, weil ich mir das auch nur einmal kurz angeguckt habe. Streaming ist also das große Ding und Storytelling, beziehungsweise nur im Bereich von, sag ich mal, Let's Plays, dass man so versucht, die keine eigene Story haben, wie zum Beispiel einfach... Naja, wenn es halt schon einen Storyplot gibt, dann brauchst du dir keinen erfinden, sondern spielst du den einfach nach. Aber gerade bei so Open-World-Sachen und bei Minecraft insbesondere, kannst du halt sehr, sehr, sehr geil eine eigene Story reinpacken, weil du auch viel customizen kannst und eigene Objekte ins Spiel reinbringen kannst, ein neues Skinpack drauf machen lässt. Du kannst ja auch programmieren, dass zum Beispiel bestimmte Kamerafahrten abgespult werden. Du kannst deine eigene Musik drunter legen, eigene Geräusche machen. Da ist einfach so viel möglich. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. So, da haben wir heute aber ordentlich gequatscht und ordentlich Zeug abgebaut. Ich hoffe, ich habe euch nicht dermaßen das Ohr zugeplappert. 1:20 sagt meine Facecam. Ich glaube aber, da haben wir 5 Minuten noch gut zu machen. Beziehungsweise, ich glaube, 90 Minuten brauchen wir. Ach, wir quatschen einfach noch ein bisschen. Und wir können uns mal überlegen, was wir so als nächstes Projekt machen wollen, als nächste Hütte, beziehungsweise wir sind jetzt hier an dem Punkt angelangt, wo wir uns auch überlegen müssen, wie geht's weiter mit diesem Projekt. Und da gibt es noch einige Entscheidungen zu fällen. Diese Welt wird nicht einfach gelöscht werden von mir. Sie wird für geheime Zwecke, wie ich sie schon am Anfang dieser Episode angedeutet habe, genutzt werden. Das heißt, wir werden mit dieser Welt immer verbunden sein und immer Dinge tun, immer Spaß haben, immer spielen. Aber ich glaube, wir werden sie nicht mehr nutzen nach dieser Folge, um ein Let's Play daraus zu machen. Und das bedeutet, dass
es vermutlich noch eine Abschiedsfolge geben wird, eine kurze. Vielleicht so eine Art Best-of-Zusammenschnitt oder wie sich das entwickelt hat oder sowas in der Art. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir hier, glaube ich, vorerst keine weiteren Let's Play-Folgen machen. Vielleicht maximal Let's Show. Ich muss sagen, ich bin da sehr traurig drüber, weil wir hier, glaube ich, eine richtig tolle kleine Insel gefunden haben. Und so die gesamte Kombination aus, ja, auch so ein bisschen Storytelling, ne? Mit unserem kleinen Fischerdorf, wobei wir haben ja nie so wirklich viel erzählt, aber hätte man tun können. Unserem schönen Fischerdorf hier, unserer Bibliothek, also die ganzen Anfänge. Und dann hier die Erweiterung mit unserem unteren Marktplatz. Und jetzt mit dem Hafen, den ich so gerne mit euch zusammen weitergebaut hätte. Da muss ich leider sagen, die Welt ist einfach so kaputt. Und das Problem ist, wir können ja auch gar nicht, also es ist einfach alles gar nicht möglich, was noch jetzt gerade neu möglich wäre. Zum Beispiel gibt es hier keine Schweine, was mich unendlich traurig macht. Denn ich hätte schon gerne Schweine gehabt hier in meiner Farm. Oder Pferde, Hasen. Ja, das sind halt so Dinge, die sind einfach nicht möglich. Und deswegen wird es, glaube ich, Zeit, einfach Ade zu sagen. Tschüss zu sagen zu dieser Welt. Die wunderbar ist. Aber, ja. Aber wie gesagt, es gibt da vielleicht noch eine Abschiedsfolge. Oder ganz bestimmt gibt es eine Abschiedsfolge, wo dann einfach nochmal, ja, so ein bisschen Danke auch gesagt wird. Und wo auch, ja, das, man einfach nochmal hier so ein bisschen langläuft und guckt. So, und jetzt schauen wir vielleicht nochmal auf unseren Hafen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schließe jetzt einfach mal diese Folge. Vielleicht fehlen mir ein paar Minuten, das ist egal. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht so die Motivation, hier weiterzumachen. Wünsche euch alles, alles Gute. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich so sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr über weitere Projekte im Laufen gehalten werden wolltet, dann abonniert den Kanal, würde mich auch sehr darüber freuen. Schreibt mir was. Vielleicht habt ihr ja Wünsche, was ich in Zukunft machen kann. Bin ich total offen für. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles, alles Gute wünsche ich euch und bis zu einem anderen Mal. Tschüss.